19 Fans hier im Mühlenkreis Mittelland auf dem Bauernhof von Patrick, Folge 42 sogar schon. Und so, was machen wir heute? Also, heute machen wir erstmal weiter mit dem Befüllen der BGA. Mein Hals. Und alle Videos findet ihr natürlich auch auf YouTube. Und auf jeden Fall befüllen wir erstmal weiter die BGA. Weil wir müssen die Bunker leer kriegen. Das geht natürlich nur schleppend. Denn ich bin mir am Überlegen, ob ich mir nicht von der Bank Geld leihe. Mal wieder. Und dafür mir die BGA, die hier auf der Spielkarte schon ist, kaufe, um hier die BGA abzureißen. Dass ich hingehen kann und hier wieder raus eine Wiese mache. Aber da muss ich mir mal genau überlegen. Und auf jeden Fall habe ich ja auch vor, das könnte ich gleich eigentlich mal kaufen. Dafür brauche ich nur ein kleines Wasserfass. Eine Pferdeweide. Wir stellen den jetzt mal hier ab. Weil hier steht ja kein Weg. Und dann kaufen wir uns mal die Pferdeweide. Für 8.000. Kann man die denn jetzt am besten hinstellen? Was ist, wenn ich den Wassertank Die Station kann weg, die brauche ich gar nicht. Wassertank kommt auch weg. Eine Wetterstation kommt weg.
Oder? Nee, die bringen mir Geld ein. Aber die können ja weg. Davon hole ich mal andere. Oh ja, jetzt kommt wieder ein schönes Lied aus den 90er. So. Ja, die Zäune zum Beispiel können auch weg. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Die nehmen ja auch nur Platz weg. So, dann haben wir hier die Pferdekuppel. Die können wir ja. Aber geht ja leider jetzt im Moment ja auch nicht, weil da ja der Anhänger steht. Machen wir es anders. So. Dann mache ich das jetzt anders und gehe jetzt hin, baue da die Werkstatt ab. Aber vorher ziehe ich den Anhänger da weg, dass er nicht im Weg ist. Fahren wir hier auf Feld 70.
Mal eben nochmal zurückfahren. Was sag jetzt mitzunehmen? So, weil die Werkstatt, habe ich mir überlegt. Die kommt unten auf Feld 62. Aber ich bin mal überlegen, ob ich mir nicht wieder Hof 2 kaufe. Und da die Pferdekoppel hinbau, da kann ich da die Werkstatt bleiben oder dann hole ich das Wasserfass wieder her und dann baue ich das Wasserfass wieder dahin. Und dann kommt die Pferdeweide halt eben auf Feld 62, auf dem Hof 2. Da muss ich mal überlegen. Weil die Pferdekoppel, die kostet ja nicht viel. Und mit 8.000 ist hier eigentlich sehr günstig. Deswegen. Und dann stelle ich jetzt erstmal hier hin. Gehen wir nochmal den John Deere her. Nur diesmal ohne Anhänger. So, dann werden die mir eben hier die Kisten mal einsortieren. Was haben wir denn hier drinne? Ach ja, genau. Kuhfutter. So, dann gehen wir mal hin. Gehen wir mal die erste Kiste noch. So. Dann die zweite. Die dritte. Die stellen wir dann hier unten hin.
dann die. Die stellen wir dann hier ins Regal. Ordnung ist das halbe Leben. Boah, den müsste ich mal sauber machen, so dreckig wie der ist. So. Ist ja wohl zu schwer. Weil ich da Kalk drin habe. Ja, dann muss das, der John Deere machen. Dann komme ich nicht rumrum. Dann freue dich mal, John Deere, dann kommst du ins Einsatz. Dann packen wir mal hier hin, die Schaufel. Und dann die Gabel. Weil da ist ja Kalk drinne. So, da ist jetzt jedenfalls mal das Regal wieder aufgeräumt. Der Besen ist hier.
Da gucken wir uns mal an, was die Kühe machen. Ich habe ja schon 4000 Liter Milch. Und Sauberkeit, ja. Da muss ich noch mal zum Händler fahren. Aber vorher. Muss ich noch was verkaufen? Das Regal. So. Wassertank kommt hier dahin. So. Und dann passt das. Und so machen wir das jetzt mit der Schaufel auch. So, denn ich brauche beim Händler für den John Deere. Was ist jetzt die? Ja, die für 3.900 brauche ich. Dass ich hier auch den Mist von den Kühen aufheben kann. Fahren aber erstmal jetzt zum Hof. Weil ich vorhabe, gleich noch ein bisschen Mist zu streuen. Dafür brauche ich den anderen. Den tun wir hier nochmal auffüllen.
Da gehe ich mal lieber voll mal hin und mach die Rundumleuchten an. Weil das stinkt wirklich bestialisch. Fahr mal hinter einen Traktor hinterher, der Mist geladen hat. Mein Gott, du kriegst den Geruch den halben Tag nicht aus der Nase. Weil es sowas bestialisch von stinkt. Also das wäre zum Beispiel eine gute Foltermethode. Ich habe aber auch jetzt mal Gedanken gemacht. Wir brauchen ja uns ja auch nicht immer Geld von der Bank leihen. Zum Beispiel. Sondern ihr könnt ja auch mal hier ein paar Feldaufgaben übernehmen. Und das werde ich auch mal machen. Hier zum Beispiel Feld 10. Rollen, Ballenpressen kann ich nicht, habe keine Maschine dafür. Wollen wir denn jetzt hier, ja, das könnte ich zum Beispiel machen. Einen Gegenstand transportieren. Da fahre ich erst zurück zum Hof, hol wieder den Anhänger. Weil ich weiß ja auch gar nicht, was ich für einen Gegenstand transportieren muss. Dafür nehme ich aber am besten den großen John Deere. Der große Anhänger steht auf dem Hof. Und dann wäre es noch am besten, wenn ich beim Händler, brauchen wir das denn jetzt hier? Genau hier. Davon 4 Stück Kohle. Weil ich weiß ja nicht, was ich transportieren muss. Und dann könnten wir das direkt dann auch da festmachen. Weil ich glaube, ich gehe mal eher von aus, dass das Holz ist, weil ich da beladen muss. Aber ich bin halt eben auf alles vorbereitet.
Ja, was sollte sonst zum Sägewerk transportiert werden? Das werden wir ja gleich sehen. Was ich da transportieren muss. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, bei der Molkerei. Dann kann ich ja direkt hier vorne gleich abbiegen. So. Ich weiß jetzt gar nicht. Kommt man hier zur Markreihe drauf? Ich glaube eher weniger. Dann fahren wir ja hier, dann fahren wir einfach hier drauf. Ah, der falsche Werkzeug mit. Upsi. Da kann ich nochmal zurückfahren. Weil ich muss ja das passende Werkzeug mit haben. Dann brauche ich den Wassertank, den großen, den ich da habe. Dann kann ich auch mit den kleinen John Deere fahren. Aber ich nehme jetzt einfach den großen, dann passt das schon. Ja, fährst du mal schneller. Wir haben hier 70 erlaubt. Und nicht Tempo 30. Wenn dein Schild steht mit Tempo 70, dann fahr mal schneller. Fahr schneller hier. Komm, fahr schneller. Na los. Du Sonntagsfahrer, du. Da stand der Tempo 70 und er ist nur 30 gefahren. Dieser Sonntagsfahrer hier, echt. Die sollten mal verboten werden, Autoführerschein zu machen.
Also ich gehe mal eher von aus, dass ich erst zum Sägewerk fahren soll. Nee. Wo soll das denn hier sein? Der Gegenstand. Könnte nur hier sein. Das macht doch jetzt hier überhaupt keinen Sinn. Ah, Abbruch. Ist doch Beschiss. Also ich fahre jetzt erstmal hier hin. Zu diesem roten Punkt.
Ja, werde ich jetzt mal hier reinfahren und dann mal gucken. Also ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen veräppelt. Weil die sagen da ein Gegenstand, aber nicht was für ein Gegenstand. Deswegen fühle ich mich ehrlich gesagt veräppelt. Ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen veräppelt. Ja, dann bleibe ich jetzt hier. Genau, das wollte ich noch mal geguckt haben, wegen so einem neuen Mistwagen. So, wo haben wir das denn? Gülle? Miststreuer. 99.500. Arbeitsbreite 24 Meter. So. Das andere hat 9 Meter. So. Da ist doch klar, was ich jetzt mache. Für 99.000, warum nicht? Dann mache ich den jetzt erstmal hier leer. Fahren natürlich zu unserer frisch gemähten Wiese. Ach, kann ich gar nicht mehr. Na dann. Ja, die Baumstümpfe, da müssen da weg. Seid ihr ja schon mal durch so ein wie heißt es jetzt nochmal? Rapsfeld gelaufen? Ich bin nicht schon mal durch ein Rapsfeld gelaufen. Und das riecht wunderbar.
Also das kann ich nur herzlich empfehlen, mal so durch so ein Rapsfeld zu laufen. Ja, ich will gleich eben das Spiel wechseln. Weil ich das andere Spiel, weil ich dann auch gerade spiele, auch mal weiterkommen möchte. Und dann sage ich mal bis später.